Was geht? Wir haben heute ein neues Video am Start. Wir gucken uns heute in MyGM, in MyLeague, an, wie Team USA in der NBA abschneiden würde. Ich habe mir die Inspiration geholt aus dem Podcast von Kobe Björn und Max Sports, also dem 15 Viertel Premium-Pod-Edition, glaube ich. Ich bin Patreon, ich bin mir deshalb nicht sicher, ob der Pod für alle war oder nur für die Patreons. Auf jeden Fall war die Frage, wie viele Siege würde Team USA holen in der NBA? Und da war die Frage, ja, schaffen die 82-0? Und wenn ich mich richtig erinnere, ich weiß nicht mehr ganz genau, dann haben sie gesagt, Team USA schafft den Rekord. Der aktuelle Rekord ist ja bei 73-9 von den Golden State Warriors aufgestellt. Und übrigens in dem Jahr, als die Cleveland Cavaliers Champion wurden. Und ich will jetzt gucken, ob wir das schaffen. Schaffen wir das 75-8 oder schaffen wir sogar das 82-0? Wenn ihr von mir mehr von diesen Videos sehen wollt, dann lasst es mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Ich weiß, dass dieses MyGM, MyLeague eigentlich eher so Max-Ding ist, aber vielleicht wollt ihr es von mir auch sehen und dann mache ich das auch gerne. My Team, ihr wisst Bescheid, die letzten Jahre eher auf dem absteigenden Ast gewesen. Ich würde gerne mit NBA 2K weitermachen. Ich will sowieso mit Videos und so weiter weitermachen, aber am Ende musst du gucken, wo du bleibst. Deswegen, lass mir Rückmeldung da. Wenn ihr neu seid, lasst ein Abo da und dann starten wir jetzt rein in das große Abenteuer Team USA. Der Kader sieht folgendermaßen aus. Ich habe hier schon alles eingestellt. Wir haben Steph Curry, Devin Booker, Kevin Durant, LeBron James, Joel Embiid, Jason Tatum, Anthony Edwards, Anthony Davis, Tyrese Halliburton, Bam Adebayo, Derek White und Jrue Holiday. Außerdem haben wir hier noch, weil wir 15 Spieler im Team brauchen, Mo Bamba, Ricky Council und Jeff Dalton. Sogar noch Tarquavion Smith. Kommen wir dann auf 15 oder auf 16? Auf jeden Fall, das ist unser Team. Ich würde das von der Starting 5 auch erstmal so lassen. Curry, Booker, Durant, James, Embiid. Ich habe überlegt, ob ich Embiid und AD tauschen soll. Aber Embiid ist jetzt hier mit einem 98er Rating, während Anthony Davis nur eine 95 hat. Deswegen lassen wir das jetzt auch so drin. Ich weiß, dass Derek White oder Jrue Holiday eigentlich hier auch eine größere Rolle spielen, wegen der Defense. Aber da gehen wir jetzt nach Overall und nach dem, was hier im Spiel schon vorher eingestellt ist. Das ist übrigens ein Kader, den man sich downloaden kann. Das ist Team USA Philly, wenn man MyLeague auch mal mit dem Team USA spielen möchte. Ich habe auch eingestellt, dass wir keinen Salary Cap etc. haben. Also, dass das Team hier auch so überhaupt möglich ist. Und jetzt gehen wir auch schon rein in die ersten Spiele. Ich würde sagen, wir gehen immer mal so die Monate durch. Starten hier mit dem November und simulieren bis zum 30. November. Wir starten ja Ende Oktober, aber das sind nur 3 Spiele. Ich bin sehr gespannt. Also wir müssten, wenn wir wirklich auf die, ja, was war das hier? 75-8, wenn wir darauf gehen müssen, wir dürfen irgendwie nur ein Spiel pro Monat verlieren. Also von daher wird das schon, wird interessant, wird knackig. Erster Sieg, zweiter Sieg, Trades werden immer abgelehnt. Die ersten Spiele gewinnen wir. Wir haben bisher noch kein Spiel verloren. Das ist gut. Ja, das sind alles Siege, auch gegen die Hawks. Das sind auch deutliche Siege, ne? Wir gucken da gleich nochmal genauer drauf. OKC, einer der härtesten Gegner, die wir haben werden. 146-106 weggeputzt. Welches Team ist noch konkurrenzfähig gegen uns? Die Bucks direkt im ersten Spiel. Das war schon ein knappes Spiel mit 18 Punkten Abstand. Boah, was haben wir hier noch? Den Suns haben wir alle Spieler weggenommen. Guckt euch mal das Spiel gegen die Wizards an am 6. November. 156-131. Wow, die haben gut mitgehalten. Das hätte ich nicht gedacht. Den Boston Celtics haben wir auch gefühlt ihr Herz genommen mit Tatum und Jrue Holiday. Derek White ist auch noch weg. Da ist jetzt nur noch Jaylen Brown und Porzingis. Gegen die Pistons am 10. November haben wir nur mit einem Punkt Abstand gewonnen. Das ist krass. Wir gucken uns gleich auch mal die Statistiken an, wieso die Team-Scoring-Last aufgeteilt ist. Wer holt die meisten Punkte, wer macht die meisten Assists. Das sind jetzt so die Games gewesen, die mir rausgestochen sind. Und dann schauen wir mal in die Statistiken rein. Liga-Führende. In den Punkten Damian Lillard auf der 2, Doncic auf der 1. Keiner von uns? Hello? Wer ist der erste Spieler von uns, der da auftaucht? Das ist das Problem bei uns, weil die Minuten so aufgeteilt sind. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Wow, da kommt ja niemand. Kann man auf Stats pro Spiel? Ja, perfekt. Okay,
Jetzt haben wir es, so wollen wir es haben. Stats pro Spiel, Luka Doncic an der 1 mit 36,8 Punkten, das ist krass. Wer ist der erste Spieler von Team USA? Tyrese Maxey. Boah, das kriegen wir so nicht hin. Also wir sind nicht mal in den Top 30 drin. Okay, das ist krass. Embiid ist der erste. 19,3 Punkte. Okay, also wir werden den Scoring-Titel, den werden wir nicht holen. Dann gucken wir mal die Liga-Führenden mit den Rebounds an. Da haben wir auch erstmal in den Top 10 keinen von Team USA. An Platz 13 ist Embiid. Assists. Da haben wir LeBron James mit 8,2 Assists. Okay, cool. Blocks wäre vielleicht noch interessant. Da gibt es in den Top 10 keinen von uns. Anthony Davis an der 13. Soweit, so gut. Wir gucken uns mal an, wie der nächste Monat aussieht. Wir sind jetzt im Dezember und gehen da auch durch bis zum 31. Wir können hier durchsimulieren. Wir haben vom Überblick her relativ einfachen Schedule. Bis zum Datum simulieren. Wir gewinnen. Oh, da ist die erste Niederlage. Da ist die erste Niederlage. Oh. Oh shit, wir haben eine Verletzung. Joel Embiid hat Verletzungsprobleme, hat sich den Wirbel gebrochen, ist für die Saison raus. Was möchtest du tun? Wir lassen das mal die CPU machen. Wir haben zwei Niederlagen aktuell gegen die Bucks und gegen die Bulls. Wir haben in dem Monat jetzt gefühlt schon richtig reingeschissen, aber wir sind noch auf Kurs, wenn wir jetzt kein weiteres Spiel verlieren. Okay, gegen die Bucks verloren, was ist denn da los gewesen? Spielbericht ansehen, Embiid, 23 Punkte. Wer hat bei den Bucks? 36 Punkte von Giannis, 26 Punkte von Lillard. Bobby Portis Jr. rastet aus. Okay. Wie waren denn die Wurfquoten? Ja, wir treffen 24% von der Dreierlinie. So kannst du nicht gewinnen. Okay, das ist krass. Turnovers 11-9. Okay, gut, das war die eine Niederlage gegen die Bulls mit 102-18. Das ist eine peinliche Niederlage. Was ist da passiert? Kobe White 21 Punkte, Levine 18, Vucevic 18, Lonzo Ball. Mann, ey, hoffentlich kommt er wieder gut zurück. Das ist eigentlich ein geiles Team, wenn die keine Verletzung hätten, ne? Wir haben eigentlich ganz gut getroffen. Was ist da passiert? 23 Turnovers, okay. Ja, scheiße. Scheiße. So, jetzt sind wir, ich habe ja gesagt, eine Niederlage pro Monat und jetzt haben wir quasi zwei Monate durch und sind bei zwei Niederlagen. Wir simulieren weiter vor bis zum 31. Januar und gewinnen gegen die Bulls dieses Mal. Das ist die Revanche. Jetzt spielen wir gegen die Knicks, das finde ich auch spannend. Deutlicher Sieg, auch die Jazz, keine Chance. Atlanta Hawks, knappes Spiel. Trade-Angebot. Die wollen Steph Curry bekommen für Şengün. Nope. Gegen die Kings. Oh, Jungs, wir scoren so hoch. 159 Punkte. Das ist Wahnsinn. Nuggets. Oh, die haben noch Jokic und Murray. Da muss man auch aufpassen. Trotzdem deutlicher Sieg. Orlando Magic. Knappes Spiel gegen die Wagner Bros. Wir verlieren gegen die Charlotte Hornets mit 10 Punkten Abstand. Ey, die Niederlagen sind so random, ne? Gegen die Bulls, gegen die Hornets. Jetzt spielen wir gegen Portland, das ist gut. Die Warriors haben keinen Curry mehr und wir gewinnen mit 143-109. Deutlich. Okay, das ist cool. Wir stehen aktuell da mit einer Statistik von 43-3. Wenn man das jetzt hochrechnen würde, dann holen wir den NBA-Rekord. So wie Kobe und Max es vorausgesagt haben. Dahinter ist Cleveland, Atlanta Hawks sind stark, New York ist stark, Milwaukee ist stark. Die Teams, gegen die wir verloren haben, die Bulls und die Charlotte Hornets, die sind an der 10 und an der 12. Gegen wen haben wir noch verloren? Habe ich schon wieder vergessen. Ja, gegen die Bucks haben wir auch verloren. Die haben mit dem 5. Platz eine gute Positionierung. Machen wir einfach mal weiter. Wir gehen jetzt mal, weil das Ganze jetzt auch nicht zu sehr unnötig in die Länge gezogen werden soll. Wir gehen mal bis zum letzten Spieltag. Wir simulieren bis zu dem Datum und gucken, was passiert. Ohne Niederlage gegen die Brooklyn Nets. Gleicher Trade hier wieder, der angeboten wird. Gleiches Trade Deadline. Heute ist Trade Deadline. Möchtest du die Simulation unterbrechen? Nein. Und jetzt geht's durch. Wizards weggefrühstückt. Cleveland 12 Punkte.
Wir holen gegen die Knicks wieder einen Sieg. Wir holen gegen Cleveland einen Sieg. Milwaukee wieder eine Niederlage. Das wird unser Angstgegner. Wir sind in der Eastern Conference mit Philly. Es ist Vertragsverlängerungs-Deadline. Möchtest du die Simulation stoppen? Yo, das mache ich mal und kümmere mich da mal drum. Okay, ich glaube, ich bin durch mit den Verlängerungen. Wir gehen jetzt wieder weiter. Haben aktuell eine Statistik von 53 zu 5. Wir dürfen nur noch 3 Spiele verlieren. Wir haben allerdings auch nicht mehr so lange. Wir sind jetzt am 1. März. Okay, wir simulieren jetzt bis zum 14. April weiter und hoffen, dass jetzt einfach nichts mehr passiert. Ja, Charlotte wieder die Revanche geholt. Jawohl. Oh, die Dallas Mavericks auch ekelhaft mit Luka Doncic und Kyrie Irving. Kevin Durant, Überdehnung des rechten Knies, 1 bis 2 Wochen verletzt. CPU anpassen lassen. 2 Niederlagen gegen die Nets und gegen die Grizzlies. Durant ist wieder zurück. Das war weniger als eine Woche. Okay, wir holen weiter Siege. Wir dürfen nur noch ein Spiel verlieren. Ansonsten haben wir den Rekord nur eingestellt. Durant ist wieder verletzt. 6 bis 8 Wochen. CPU anpassen lassen. Embiid, Rückenschmerzen. Ist zurück. Embiid war doch auf die Saison raus. Was ist denn hier los? Okay. Embiid ist vollständig ausgeheilt. Jawohl, er ist schon zurück. Er ist ein bisschen früher zurückgekommen. Das nehmen wir sehr gerne. Wir gewinnen weiter unsere Spiele. Auch gegen die Cavs. Noch 4 Spiele. Thunder verlieren wir. Tatum ist 2 bis 4 Wochen raus. Und Durant ist zurück. Wir gewinnen das Spiel. Und haben noch Spiele übrig. Wir dürfen kein Spiel mehr verlieren. Weiter geht's. Das war's. Wir haben, wenn ich das richtig gesehen habe, den Rekord für die meisten Siege in einer NBA Regular Season gebrochen. MVP ist Luka Doncic mit 38,5 Punkten, 10 Rebounds und 10 Assists. Wahnsinnige Quoten, 43%. Okay. Victor Wembanyama, Rookie of the Year. Und dann haben wir Defensive Player of the Year auch. Okay, Sixth Man, Paul Reed. Victor Wembanyama, Depoy. Most Improved auch Paul Reed. Krass, der räumt richtig ab. Clutch Player ist Trae Young. Nick Nurse ist Coach of the Year. Der hat einen 74 zu 8 geholt. Das ist der neue Rekord. Ich habe 75 zu 8 gesagt die ganze Zeit. Das ist natürlich falsch. 74 zu 8, 73 zu 9 war der Rekord. Und jetzt wollen wir die Championship holen. First Team, keiner von uns dabei. Und jetzt spielen wir in den Playoffs gegen... Ja, wir brauchen das Play-In. Play-In simulieren. Detroit, okay, erste Runde machen wir komplett durch, oder? Runde simulieren. 2-0, 3-0, okay, 4-0. Wir sind in der nächsten Runde gegen Atlanta. Wer ist noch weitergekommen? Cleveland, Milwaukee, Sacramento, Golden State, Denver, OKC, okay. Gegen Atlanta haben wir, glaube ich, jedes Spiel gewonnen. Wir simulieren mal nur dieses Spiel. 1-0 für Philly. Weiter geht's. Spielende simulieren, 2-0. Okay, jetzt machen wir die Runde fertig. 3-0. Anthony Edwards ist verletzt. Wir haben hier ganz schön Verletzungsprobleme. 4-0. Wir sind in den Conference Finals gegen Milwaukee. Das ist einer unserer Angstgegner. Gegen die haben wir verloren. Denver und Sacramento sind auch weiter. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wer überhaupt noch alles spielfähig ist in unserem Team. Edwards verletzt. Das war's. Alle anderen sind anscheinend fit. Okay, gut, dann will ich nichts gesagt haben. Wir spielen die Conference Finals, machen das erste Spiel und gewinnen. Machen das zweite Spiel und gewinnen. Machen das dritte Spiel und verlieren. Okay. 3-1 und Anthony Edwards ist zurück. Ich denke immer, jetzt kommt eine Verletzung. Verrückt. 3-2, okay. Macht's doch nicht so spannend. 4-2, okay. Wir sind in den NBA Finals bei Denver gegen Sacramento. Steht's auch 3-2. Spielende simulieren. CPU anpassen. Okay. Nikola Jokic. Western Conference MVP. Und Steph Curry. Finals MVP der Eastern Conference. Okay, cool.
Wir machen weiter. Wir spielen gegen die Denver Nuggets in den NBA Finals. Wir haben den Rekord für die beste Season gebrochen. Wir können jetzt NBA Champion werden und wir legen los. Ich habe aus Versehen Runde simulieren gemacht. Das ist nicht cool. Aber es steht 3-0 und es steht 4-0. Wir haben es abgeräumt. Da waren noch irgendwelche Verletzungen dabei. Keine Ahnung. Scheißegal. Wir haben das Ding geholt mit einem 4-0 in den Finals. Finals MVP ist trotzdem Nikola Jokic wegen seinen Stats. Er holt ein Triple-Double mit 35,5 Punkten, 1,5 Steals, 0,5 Blocks. Dreierquote 40%, das ist krass. Okay. Aber egal, wir sind Champion geworden. Wir sind Champion und haben damit eigentlich alles geholt, was wir holen konnten. Ich möchte jetzt gucken in der nächsten Season, ob wir noch das 82-0 schaffen können. Das wird ein ganz schneller Schnelldurchlauf und wir gucken einfach mal, was passiert. Okay, wir müssen jetzt anscheinend in der Free Agency, weil LeBron James nur einen 1+1 Vertrag hatte, LeBron James wiederholen. Das sollte kein Problem sein, weil wir keinen Salary Cap eingestellt haben. Wir wollten ja das Team so gut wie möglich zusammenhalten. Deswegen bieten wir ihm diesen Vertrag an. Ich bin kein MyGM-Spieler, deswegen weiß ich gar nicht, was ich hier jetzt machen soll. Ich auf Rechte verzichten ist bestimmt nicht das Richtige, deswegen bleibe ich mal auf Cap Hold. Bamba und Council genau das Gleiche, die anderen zwei sind dann wahrscheinlich weg. Wir gehen mal weiter. LeBron James hat sich entschieden, bei den Indiana Pacers zu unterschreiben. Was willst du machen? Okay, Spielerentwicklung. Da wir ein relativ altes Team sind, werden die meisten runtergehen. Bester Spieler ist jetzt Anthony Edwards mit 95, Tatum 95 geht schon runter, Embiid geht mit 3 runter, Durant geht mit 2 runter, Curry 1 runter auf eine 94, Booker 94, Halliburton geht 3 hoch, alle anderen sinken auch, Holiday 4 runter, okay, wir haben Buzelis dazu bekommen, das ist ganz cool, weil wir haben ja LeBron James verloren, ja, die Challenge ist jetzt natürlich nicht das gleiche, wie es ist, aber was soll ich machen, wenn ich ihm einen Vertrag anbiete, er nimmt ihn nicht an. Ich weiß nicht, hätte ich da höher gehen können? Ich habe seit 2 Jahren kein MyGM mehr gespielt. Ich habe keine Ahnung. Wir gehen jetzt einfach mal rein, simulieren die Saison durch und werden gucken, ob wir das 82-0 auch ohne LeBron James schaffen. Okay, da sind wir. Wir gucken nochmal ganz schnell in die Aufstellung. Management, Kader, Coaching, Coach-Spieltaktik, alle. Curry, Edwards, Tatum, Durant, Embiid, Booker, Halliburton, Davis, Adebayo, White, Holiday, Buzelis. Damit darfst du trotzdem nicht verlieren. Ich würde aber ganz gerne White und Holiday noch ein paar Minuten geben. Einfach nur, um ein bisschen für Entlastung zu sorgen. Auch hier. Das ist normal. Das können wir so lassen. Okay. So gehen wir rein. Hoffen, dass es gespeichert hat. Und simulieren die ganze Saison durch. Wir werden ganz viele Unterbrechungen bekommen wegen Verletzungen, Trades angeboten etc. Aber wir werden jetzt einfach mal bis zu dem Datum simulieren und gucken, was passiert. Wir wollen mehr als ein 74-8 holen. Haben bisher alles gewonnen. Das sieht ganz gut aus, auch gegen die Bucks. Holiday hat sich verletzt. Das ist nicht schlimm. CPU passt an. Das ist eh einer von den Bankspielern, die eher wenig spielen. Wir haben bisher noch keine Niederlage. Jetzt gegen die Toronto Raptors die erste Niederlage. Wir stehen 18-1. Holiday ist wieder zurück. Der kommt wieder rein in die Rotation. Das ist bisher besser als im ersten Durchgang. Da hatten wir zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall schon mehr als eine Niederlage. Wir gewinnen auch gegen die Timberwolves mit Karl Anthony Towns. Die Knicks. Oh, wir haben ein Trade-Angebot. Lehnen wir natürlich auch ab. Embiid bleibt bei uns. Jalen Brunson gegen Embiid. Oh, okay. Von der Altersstruktur her könnte man da überlegen, aber da holen wir unsere zweite Niederlage gegen die Detroit Pistons und die dritte Niederlage gegen die Bucks und die vierte Niederlage gegen die Magic. Edwards verletzt sich, unser bester Spieler, und schon stehen wir 31-4 und jetzt haben wir noch bis zum April ganz schön viel Zeit, die da vergeht. Verlieren gegen die Nuggets. Wenn man das jetzt so hochrechnet, dann werden wir unseren Rekord nicht brechen. Haben jetzt wieder 2 Wochen lang nicht verloren, sind in der dritten Woche hintereinander ungeschlagen. Anthony Davis gegen Clint Capella und Middleton, no way. Oh, gewinnen dann hier gegen die Jazz, spielen dann gegen die Warriors und sind dann schon Februar drin. Wir passen an, Booker verletzt, Trade ablehnen, let's go. Gegen die Boston Celtics spielen wir und gewinnen mit 50 Punkten Abstand, wow, okay.
Aber wie gesagt, die haben ihre ganzen Spieler schon verloren. Booker ist zurück, wenn ich das richtig gesehen habe. Trade Deadline ist da. Und wir simulieren weiter. Bis zu Datum simulieren. Gewinn gegen die Pacers, Gewinn gegen die Grizzlies, die uns eine unnötige Niederlage in dieser oder in der letzten Saison gegeben haben. All-Star Break, okay. Embiid wieder verletzt. Verlieren wieder gegen die Toronto Raptors. Junge, 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 Junge. 52-6, wir dürfen nur noch einmal verlieren. Embiid zurück. Wir dürfen nur noch einmal verlieren. Vertragsverlängerungs-Deadline. Möchtest du die Simulation stoppen? Nein, weil wir das jetzt fertig machen hier an dieser Stelle. Halliburton. Embiid. Jetzt wird's aber... Okay, jetzt ist er wieder zurück. Halliburton ist zurück. Wir verlieren gegen die Detroit Pistons. Wir verlieren gegen die Hawks. Und jetzt können wir nur noch den Rekord einstellen. Das heißt, die Challenge ist an dieser Stelle schon kaputt. Schauen wir mal, ob wir jetzt überhaupt noch eine Niederlage holen, ob wir auf dem gleichen Niveau enden. Vielleicht hätte LeBron James uns hier an dieser Stelle ein paar Siege mehr beschert, ein paar Niederlagen abgewendet. Aber es sieht aus, als ob wir ziemlich genau so enden, wie wir auch in der Vorsaison geendet sind. Verlieren nochmal gegen die Kings und haben damit schon eine Niederlage mehr als in der letzten Season. Und beenden mit 73-9, so wie die Warriors damals in ihrer Rekordsaison. Das ist immer noch stark, aber ja, ich hätte jetzt nicht erwartet, dass wir ohne LeBron dann eine bessere Saison hinlegen als vorher. Wir hatten jetzt auch wieder viel Verletzungspech. In der Season vorher war es einmal lange Embiid und dann immer ein paar kleine, aber hier jetzt mit Edwards, Embiid, das waren schon die zwei besten Spieler vom Team gefühlt. Doncic wieder MVP, diesmal viel weniger Punkte. Klingen ist Rookie of the Year, Sixth Man ist Naz Reid. Victor Wembanyama ist wieder Depoy und Most Improved ist Dyson Daniels. Tyrese Maxey ist Clutch Player of the Year und Coach of the Year ist Nick Nurse wieder mal. Okay. Gut. Das soll es gewesen sein. Ich werde jetzt hier die Championship nicht fertig spielen. Ich wollte nur gucken, ob wir nochmal das 82-0 schaffen oder unseren Rekord nochmal verbessern können. Wenn euch das Video gefallen hat, das war jetzt das erste Mal, dass ich MyGM wirklich als Video bringe, lasst ein Like da. Vielleicht bringe ich es nochmal mit einer anderen Challenge. Wenn ihr Challenge-Vorschläge habt, lasst mich wissen. Schreibt es in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich bin erstmal raus. Bye, bye.